Sie ist eine komplette Fehlbesetzung. Ich meine, eine Außenministerin ist ja per se oder sollte sein die oberste Diplomatin eines Landes. Also sie sollte, egal ob sie jetzt einen Präsidenten oder Führer und dessen System gut findet oder nicht, ja immer versuchen, möglichst gute Beziehungen aufzubauen, möglichst konfliktfrei. Und das zumal eben jetzt bei China, ein Land, das für uns wirtschaftlich also von erheblicher Bedeutung ist. Also es ist jetzt nicht irgendein Land, was man mal eben vernachlässigen kann, und sich da aufzuführen wie ein Elefant im Porzellanladen, finde ich also völlig deplatziert.